Der weiße Storch hat sich dem Menschen eng angeschlossen. Er baut seinen großen Horst auf Hausdächern, Schornsteinen und Leitungsmasten. Der Storch verständigt sich durch Klappern mit dem Schnabel. Deshalb wird er auch Klapperstorch genannt. Der Weißstorch ernährt sich vorwiegend von Regenwürmern, Insekten, Fröschen, Mäusen und Fischen. Seine Jagdmethode ist ganz charakteristisch und macht ihn schon aus weiter Entfernung erkennbar. Er schreitet auf der Suche nach Beute durch Sumpfland und Wiesen und stößt dann blitzartig mit dem Schnabel zu. Als Nahrungsopportunist sucht er die Beute, die häufig vorhanden ist. Wenn Wiesen frisch gemäht werden, ist er sofort zur Stelle. Auch Viehweiden sucht er gerne nach Nahrung ab. Er weiß, dass die Weidetiere meist keine Gefahr für ihn darstellen. Vor den friedliebenden Schafen fürchtet er sich überhaupt nicht. Neben ihren Beinen und vor ihren Köpfen schreitet er seelenruhig über die Schafweide.